Alles klar. Also mit jedem Stück Kuchen und mit jedem Kaffee und jeder Spende, die ihr uns hier da lasst, unterstützt ihr unsere Arbeit am Bahnhof. Wir sind seit September ja fast jede Nacht am Bahnhof in Mannheim und helfen Angekommenen, Geflüchteten bei ihrer Weiterreise, versorgen sie mit Lebensmitteln, mit Nahrung, mit warmen Kleidern und geben ihnen Auskünfte, wie sie weiterfahren können, um halt ihr Ziel zu erreichen. Und Gelder brauchen wir halt natürlich auch manchmal, weil manchmal fahren die Familien erst am nächsten Tag weiter und brauchen dann eine Unterbringungsmöglichkeit. Und da haben wir ganz in der Nähe ein ganz tolles Hotel. Ab und zu müssen wir denen auch mal Fahrscheine bezahlen, weil wenn sie unverschuldet in eine missliche Lage gekommen sind. Ja, und wenn ihr mehr lesen wollt, wir haben so ein paar Berichte ausgedruckt mit Fotos, kann man sich auch selbst ein Bild machen. Und es liegt auch vorne hier am Tisch aus und da kann man sich selber noch ein eigenes Bild machen über unsere Arbeit. Und jetzt möchte noch einer unserer Dolmetscher was zu euch sagen und danke, dass ihr hier seid und ich wünsche euch viel Spaß und vielen, vielen Dank für alle, die sich hier einbringen, die ganzen Bands und Musiker und Einraumhaus e.V. und Prince of Persia und alle, die dranhängen und das hier realisiert haben. Echt stark. Hallo. Ich bin Mudo, I'm from Syria, I come here from 6 months. I see a lot of German people here, and a very good of him, really. I had very help from a lot of German people. So I want to say thank you for all who helped me in all my life here. I want just to thank, I want to say something also about the Syrians they want to say here. They just want to know you. Show you the Syrians they want to see, they want to make something good here. You will see. I promise you, the Syrians they will make something in Germany, and all of you, you will see what the Syrian is. So I just want to thank you for coming to our concert and support us and all things. Thank you very much. Also wenn ihr irgendwie mal Geld ausgeht, dann macht's jetzt aber, ne? Wenn ihr schon immer mal Geld ausgeben wolltet, dann jetzt.